so langsam zum Ende kommen sollte. Meine Damen und Herren, wir waren jetzt eigentlich nur beim Wirtschaftsbereich und nur noch einen Bereich uns ansprechen, Migration. Bis 2050 wird sich die Zahl der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent mehr als verdoppeln. Aus 1,2 Milliarden Menschen werden 2,4 Milliarden Menschen, zwei Drittel davon gelten als ausreisewillig. Und ein Großteil der Befragten, die im Rahmen einer Studie der Vereinten Nationen eben befragt worden sind, die Studie hieß Scaling Fences, können Sie mal nachschauen, die geben an, dass sie nach Europa und Deutschland migrieren wollen, um sogenannte Rücküberweisungen vornehmen zu können. Darunter versteht man, dass Sozialleistungen oder eben auch Geld durch Erwerbstätigkeit im Idealfall in Heimatländer zurücküberwiesen werden. Und das nehmen Sie heute Abend bitte mal noch mit. Wenn Ihnen erzählt wird, und des angeblichen furchtbaren Klimawandels und der Erhitzung der Erde, die Menschen sich auf den Weg nach Europa und Deutschland machen würden, dann ist das vollkommen falsch. Wenn Sie sich Satellitenbilder anschauen, dann wird es eher grüner als dürr. Und der zweite Punkt an der Stelle ist auch, dass eben die Befragungen ganz offen zeigen, dass es häufig um die Ausweitung des Einkommensportfolios von Familien geht. Das bedeutet, hier haben wir ein Riesenproblem, das auf uns zukommt. Und verkürzt, die Lösung der Bundesregierung lautet wie folgt. Sie alle dürfen jetzt global Verantwortung übernehmen. Sie müssen jetzt dafür sorgen, dass in diesen afrikanischen Ländern Ausbildungsplätze geschaffen werden, Arbeit entsteht, ein funktionierendes Gesundheitswesen entsteht, dass dort eben dafür gesorgt wird, dass alles, was im Allgemeinwesen benötigt wird, gebildet werden kann. Oder? Sagt mir das der Afrika-Beauftragte, der Kanzlerin auch ganz direkt gesagt, die Menschen machen sich auf den Weg zu uns. Und ich sage Ihnen eines ganz klar, wenn Sie plötzlich als Steuerzahler global tätig werden sollen und man uns sagt, dass wenn ihr nicht dafür sorgt, dass da Arbeitsplätze entstehen, dass dort Perspektiven entstehen, dass dort ein funktionierendes Gesundheitssystem aufgebaut wird, ein Gesundheitswesen, dann ist das nichts anderes wie Erpressung. Und diese Erpressungen sind wir nicht bereit mitzumachen. Wir sagen ganz klar, kommen wir auch zum Schluss, ich hatte es gesagt, die AfD ist gerne dann bereit zu helfen, wenn das eigene Haus in Ordnung ist. Wenn hier die Probleme gelöst worden sind, dann helfen wir auch gerne den Nachbarn. Aber was wir nicht machen und was wir nicht bereit sind, weiter zu tun, ist eine Politik mit zu unterstützen, die nach dem Motto verfährt, die Welt, Europa und dann schauen wir mal noch, was für Deutschland übrig bleibt. Ich sage immer, wir können ganz froh sein, dass Angela Merkel noch keine Außerirdischen entdeckt hat, sonst wären wir auch noch für deren Wohlbefinden verantwortlich, meine Damen und Herren. Und darum gibt es für Sie am Wahltag nur eine Alternative, nämlich die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme, sorgen Sie dafür, dass sich die Dinge hier im Land verändern. Wir sind mittlerweile Weltmeister bei den Steuern. Bei einem anderen OECD-Land gibt es höhere Steuern. Wir sind Weltmeister beim Strompreis. Es gibt jetzt CO2-Bepreisung. Nach der Bundestagswahl kostet der Liter Benzin höchstwahrscheinlich 2 Euro. Wenn Sie sagen, ich will eine Politik mit unterstützen, die endlich auch mal wieder den Bürger zum Fokus der eigenen Politik macht, den Mittelpunkt der eigenen Politik stellt und dessen Geldbeutel, das sagen wir auch ganz ungeniert, und eben nicht sich zum Ziel macht, die ganze Welt zu retten, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir sind die Alternative für Deutschland und bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme bei der Bundestagswahl. Danke.